Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich danke Ihnen erstmal, dass Sie diesen Gesetzentwurf, soweit ich es verstanden habe, unterstützen. Ich möchte vielleicht noch ein, zwei inhaltliche Dinge sagen. Es wurde angesprochen, der Referentenentwurf zum Landeswassergesetz. Wenn Sie mir am Anfang zugehört hätten, Herr Lerche, dann wüssten Sie, dass es eine große Novelle war, die geplant war für das Landeswassergesetz. Und genau dafür diente dieser Referentenentwurf. Wenn Sie jetzt also sagen, warum hat man den nicht schon längst auf den Tisch gepackt? Doch. Der wurde in der Landesregierung weiträumig diskutiert, in verschiedenen Runden, auf Arbeitsebene, auf Staatssekretärsebene und auch im Kabinett. Und am Ende hat man sich entschieden, aus verschiedenen Gründen heraus, dass es eben noch weiteren Bedarf gibt, zu gucken, welche Dinge müssen vielleicht doch noch mal genauer angeguckt werden und so weiter und so fort. Wenn Sie jetzt also erwartet hätten, dass man diesen Referentenentwurf hier im Ganzen vorliegt, dann würden wir hier heute nicht stehen, weil die politische Einigkeit gibt es nicht. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, eben diesen kleinen Teil, über den Einigkeit herrscht, dann eben rauszunehmen, rauszulösen aus der großen Novelle und eben jetzt abzuarbeiten. Und Herr Dr. Weiß, Sie haben angesprochen, und das hat auch Burkhard Lenz angesprochen, was ist eigentlich mit der Gebietskulisse, wo jetzt nach wie vor drinsteht, dass eben die Befahrbarkeit nicht gegeben ist. Ich möchte an der Stelle nur darauf hinweisen, dass es ja auch jetzt schon so ist, dass es eben über Ausnahmegenehmigungen möglich ist, bestimmte Gewässer, die jetzt nicht dem Gemeingebrauch sozusagen unterstellt sind zur Nutzung, dass eben auch diese auf Antrag befahren werden können. Sie können sich sicher sein, dass diese Gesetzesänderung das auch weiterhin natürlich ermöglicht. Wir können natürlich gerne im Agrarausschuss, und Sie werden das sicherlich dann auch ansprechen, darüber diskutieren, ob man da jetzt eine weitere Öffnung macht im Sinne des Gemeingebrauchs. Sie wissen, dass wir als Fraktion damit Bauchschmerzen haben. Und deswegen haben wir uns ja auch beispielsweise nicht der Forderung der AfD angeschlossen mit dem Gesetzentwurf, die ja wollten, dass wir jetzt eine weitreichende Öffnung auch für touristische Nutzung machen. Bei uns ist es wichtig, dass wir jetzt nicht den Wasserverkehr in Gänze erhöhen, sondern dass wir sagen, okay, wir wollen eben eine sanfte Nutzung natürlich für die Einheimischen und wir wollen natürlich auch den Anglerinnen und Anglern ermöglichen, die Gewässer zu nutzen, aber eben nicht, dass jetzt plötzlich an einem Gewässer, was bisher nur sehr wenig befahren wurde, plötzlich dann touristisch stark frequentiert wird. Sie wissen vielleicht, wenn Sie auf den Gewässern in der Saison unterwegs sind, Herr Lerche, dass es damit unter schon ziemlich brenzlig ist, wenn man überlegt, wie viele Fahrzeuge da tatsächlich auf dem Wasser unterwegs sind und auch wie diese Fahrzeuge teilweise sehr unbeherrscht auf den Gewässern bewegt werden. Wenn ich daran denke, wie teilweise in den Schleusen es sehr brenzlig ist mitunter, dass die Hausboote und die Kanufahrer da teilweise ja doch arg aneinander geraten. Also das ist schon was, wo wir insgesamt, glaube ich, aufpassen müssen, dass wir unsere Gewässer nicht überfordern, sowohl was sozusagen Verkehrssicherheit angeht, aber auch was die Ökologie angeht. Und von daher haben wir uns für diesen Weg erstmal entschieden. Und ich gehe davon aus, dass wir das diskutieren und dass wir da zu einer guten Lösung kommen. Ich danke Ihnen für Ihre Zustimmung und freue mich auf die Diskussion im Ausschuss. Herzlichen Dank.